Da oben im Berg ist ein Kloster versteckt. Überall, in jedem Dorf gibt es Brunnen und natürlich eine Kapelle oder Kirche. Dieser Wirt, der hat den Schlüssel fürs Kloster.
ist aber nichts Grobes. Steuerkettenspanner links. Ersatz ist bereits in der Werkstatt. Hier, überall gehen die Wege hoch. Ja. Und es gibt natürlich auch kleine Traversen im Tal. Da kann man sich völlig verausgaben. Hinten der Weg, der da zickzack hochgeht, das ist die Verbindung nach Sofiana. Gibt es aber nicht nur eine. Ja, hier den Weg, der geht auch hoch. Mit der Freeride ist die lange Auffahrt, oh, wo ist sie denn? Da ungefähr. Und das ging auf den Berg hoch. Das waren von der unteren Straße waren das lockere 400 Höhenmeter. Das ist eine ganze Menge. Am Stück. Ohne Pause. Schmale Spur. Mit Steinen. Das schau her, es gibt noch Schmetterlinge. Ja, es ist sehr schön hier. Im Sommer hat man so einen Blick selten. Da muss schon Wetterumschwung gewesen sein mit viel Wind. Dann sieht man rüber. Ist natürlich kein Schnee da. Der Schnee ist jetzt, letzte Woche Freitag hatten wir noch 13 Grad und dann ist es am Wochenende runter auf 6 Grad gegangen. Es war sakrisch kalt. Und es hat, wie man sieht, überall geschneit. Das dürften so 1700 Meter sein, wo Schneegrenze ist. Also uns trifft es nicht. Fahren wir weiter. Das sind die Berge von Ziria. Da gibt es einen super Weg quer rüber. Und man kommt auch bis ganz oben drauf. Verschlossen, da kommt man nicht rein. Den Schlüssel gibt es unten bei der Taverne. Hier sind die Häuser von Calithea. Die Straße bin ich auch schon gefahren. Das geht rüber nach Pyrgos. Die andere auch, ein Stückchen tiefer. Also es gibt, alles ist mit allem verbunden. Und geteert ist das wenigste. Jetzt sind wir im Prinzip oben, das ist ein kleiner Bass. Das darüber ist eine Sackgasse führt, aber oben auf den Gipfel, dort haben wir eine Kapelle. Dieses Tal rein, da kann man sich hinten runterlassen, ist aber ja, mit viel Arbeit verbunden und nur Hardenduro.
Da oben, diesen ganzen Berggipfel, haben Buddhisten gekauft. Da ist ein Deutscher mit beteiligt und ja, das sind aus allen Herren Ländern immer Leute eigentlich da und die machen Workshops und naja, lassen es sich gut gehen. Das ist die Abzweigung zu den Buddhisten. Schauen wir mal, was wir uns haben. Ja, für einen Fototermin braucht man Füße oder Freeride. Ups. So, da vorne auf dieser Kante, da waren wir auch schon, da geht es ungefähr 1000 Meter runter. Sollte man wirklich aufpassen. Verbindungsstraße nach Pyrgos. Man kann aber auch nach hinten gehen. Nach dem Regen ein bisschen aufpassen. Neue Rennen, neue Wetter. Und rutschig. Aber heute fahren wir nur spazieren. Ganze 1700 habe ich mich ein bisschen verschätzt, glaube ich. Das sind
sind jetzt auf L77 gestiegen. Der Grad zu sehen war, der war 200 Höhenmeter. Ah, ist Nordseite. Was man da drüben sieht, ist Südseite. Sieht man vom Regen noch, wie die Flüsse, die Sedimente reinschwemmen. Das hat wirklich ordentlich geregnet. Eine strategische Kreuzung. Ich glaube nach Pyrgos dieser hier.
Die L50er BMW mit ihren 84 PS hat unglaublich viel Drehmoment bekommen. Das macht eigentlich mehr Spaß als die mit der 1200er. Oh, schön. Die Straße da drüben, die habe ich auf einem anderen Video. Das ist rein was für Straßenfahrer. Da oben auf der Kante eine Kapelle, man glaubt es nicht. Single Trial. Oder auch Ziegenweg genannt. Das ist Pyrgos. Pyrgos gibt es sehr viel Obst und Gemüse. Man sieht, man hat vorgesorgt, überall sind Wasserspeicher vorhanden. Wir fahren jetzt da drüben, kommen wir glaube ich raus auf den kleinen Weg. Einmal bin ich da schon gefahren. Spuren auflegen. Ja auch. Oh. Das sind riesige Pilze. Hier ist immer noch das Angebot daneben.
Prinzip ganz einfach. Einmal Folie, noch Folie, Folie, fertig. Alles Obstbäume. Pflaumen, Äpfel. Werden die Weintrauben auf Drähten aufgelegt und nachts teilweise abgedeckt, auf jeden Fall, falls es irgendwann mal regnen sollte. Thank you.
runter ins Tal, in die Schlucht und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Thank you.
Na doch. Das ist heiß. Vorsicht. Ja. Thank you.
Hier beginnt Pizza und hier geht's rein zur Auffahrt nach Hennigkorn. Fahre ich jetzt aber nicht, es war heute eine schöne Runde. Ich muss noch ein bisschen einkaufen, verabschiede mich.